Martin, Ja. hast du dir schon mal über Autos näherliegende Gedanken gemacht? Autos ist so wirklich so, ist so ein bisschen so ein Thema, wo ich sagen muss, ach, interessiert mich so gar nicht. Naja, du solltest vielleicht, ne, ich meine, du solltest vielleicht nochmal drüber nachdenken, weil Autos können für dich wirklich Sicherheit bedeuten und auch Schutz, Schutz vor feindlichen Angriffen. Das ist möglich. Ja. Und mit diesem autoliebenden Intro, herzlich willkommen zum Filmmagazin, eurem Automagazin, kann man glaube ich sagen. Hier werden die PS noch groß geschrieben, kann man sagen. Okay. PS wird immer groß geschrieben, aber auch bei Nein, uns. jetzt machen wir den Satz nicht kaputt. genau, es soll heute um Geschwindigkeiten gehen, so ein bisschen. Aber nicht nur, es wird auch ein bisschen explosiv oder vielleicht Ja. sogar hauptsächlich. Und es geht Könnte man nicht um auch Fast and sagen. Furious. Das ist richtig. Wenn ihr ja den Titel gelesen habt, dann wisst ihr es eh schon. Aber wir wollen euch trotzdem noch ein bisschen auf die Folter spannen. Weil, wie es so üblich ist, müssen wir uns erstmal vorstellen. Weil der liebe Kollege vor mir, das ist der Lukas oder der Links, glaube ich, oder? Ich, Zeige ich in die richtige Richtung? wenn ihr auf den Fuck, das Bildschirm machst du mal. guckt, Oder was? wenn ihr bei YouTube schaut, uns schaut, dann Ja. links, genau, richtig. Links Dann bin links. ich. Seht ihr ja auch, weil Da ist jetzt spreche Lukas. ich ja. Und rechts von mir ist eben Martin. Herzlich willkommen und wir machen hier einmal die Woche hier so einen kleinen Podcast. Versuchen es auch wirklich einmal die Woche hinzukriegen. Trotz allem, ich bin gerade im Urlaub. Das ist hier, man hört es auch ein bisschen, klingt ein bisschen anders, sieht ein bisschen anders aus als sonst. Hab hier so ein extra YouTube-Zimmer mit so einem schönen Bett hinter mir und so einer, also ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier diese, hier hinter mir ist hier so eine Lampe über dem Bett. Das ist wirklich, also das ist das Pornöseste, was ich seit langem gesehen habe. Die besteht aus schwarzen Federn und die macht auch nicht wirklich Licht. Die ist nicht dafür da, Licht zu machen, Ach, sondern echt? das ist Also einfach das nur, echte das schimmert Federn? nur so ganz leicht durch diese Federn durch. Also ich habe noch nie was Hässlicheres gesehen, glaube ich. Crazy. Aber egal. Ja, Aber ich habe auch, egal. weiß, ich habe auch im ersten Moment auch gedacht, dass du da irgend so ein Soundelement mitgenommen hast, was so ein bisschen den Raum ein bisschen Das, aufsaugt, das ist damit so, du nicht so viel Hall hast. nee, das ist so ein Konferenzmikrofon, das hier so alles, weißt du, Oder ist das, ja. über Konferenztischen. Genug des Scherzes. Also ihr habt schon mitgekriegt, wenn ihr unsere Podcatcher hört, ihr könnt uns auch sehen. Das ist auch manchmal, da gibt es manchmal bisschen was Zusätzliches, aber es ist genauso gut, wenn ihr das Filmmagazin als Podcast hört und euch einfach, weiß nicht, die Augen zumacht und auf Start drückt. Das ist Seid genauso willkommen. Wichtig wäre uns nur, dass ihr, wenn ihr uns hört, dass ihr auch mitmacht hier und uns vielleicht mal irgendwie einen Tipp gibt. Was können wir uns noch anschauen? Worüber können wir mit euch diskutieren? Und um das zu tun, gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege. Beispielsweise bei YouTube natürlich die Kommentarfunktion. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben. Mail@filmmagazin.audio. Wenn ihr gerade zum Beispiel auf dem Handy seid und uns im Podcatcher hört. Ihr könnt aber auch bei Instagram uns suchen, auch unter das Filmmagazin zu finden und dort unter die Posts kommentieren oder uns eine DM schicken. Das geht natürlich auch. Macht uns ruhig Vorschläge, wir freuen uns darüber und finden so natürlich auch Themen. Das Thema heute, das haben wir allerdings ganz alleine gefunden. Ganz ehrlich, wir sind nämlich auch große Jungs. Genau. Manchmal finden wir auch Themen alleine. Ich glaube, das war dein Vorschlag, Lukas. Wir geben uns nochmal in die 2000er Jahre. Wir hatten ja schon vor einigen Folgen, ich glaube, es war Operation Kingdom, weil Ja. wir da gerne mal so von Jahrzehnten aus so ein bisschen uns exemplarisch Filme dafür anschauen, dieses Jahrzehnt zu verstehen. Das ist eine große Aufgabe, die uns wahrscheinlich nicht gelingt, aber es ist so ein bisschen immer interessant, sozusagen zu gucken, wie ist da so der Zeitgeist. Da hatten wir zumindest für die 2000er Jahre den Operation Kingdom Film, wo natürlich dann sehr der auch Nahost- und Afghanistan-Irak-Krieg sehr präsent sind. Jetzt ist tatsächlich ein bisschen ähnlich, lustigerweise. Also zeigt sich auch unser zweites Absolut. Beispiel für 2000er Filme. Haben auch den Krieg der USA im Nahen Osten auch als Thema, auch wenn es eigentlich um Autos geht. Es geht nämlich um den ersten Transformers-Film von 2007, der natürlich als großer Franchise-Starter das Ganze auf den Weg gebracht hat, dass wir jetzt mittlerweile bei, ich glaube, 8, 9 Transformer-Filmen mittlerweile sind. Es startet auch demnächst auch ein neuer Transformers-Film, dieses Mal aber als Animationsfilm, der dann das Ganze nochmal Transformers One heißt der, glaube ich, wo dann die Vorgeschichte erzählt wird von, wie haben sich überhaupt Optimus Prime und Megatron überhaupt kennengelernt,
auf Cybertron, auf dem Planeten, auf ihrem Heimatplaneten, und wie ist das überhaupt, dieser Bürgerkrieg da passiert, dass dieser Planet dann untergegangen ist. Er hat bisher aber noch nicht so gute Kritiken erhalten, wie ich gesehen habe. Da ist man durchaus eher so ein bisschen verhalten. Vor allen Dingen dann, was vielleicht auch begründet daran liegt, dass auch schon die letzten Transformers-Filme schon auch nicht so gut ankamen. So dann gerade auch die letzten von Michael Bay, der ja die Hauptteile inszeniert hat, also gerade dann die Teile mit Mark Wahlberg. Aber er hat das Ganze ja auch gestartet, 2007. Ja. Und da war man ja, glaube ich, auch noch recht dem sehr positiv gegenübergestellt, weil der Film natürlich auch auf der Haben-Seite einige visuelle Argumente für sich hat, die wir natürlich jetzt auch besprechen werden. Ich glaube, die Story, ich weiß gar nicht, ob man die groß noch zusammenfassen muss. Ich tue es trotzdem mal. Ja, mach mal. Es gibt vielleicht gibt's welche, es gibt die sind nicht mehr so. Also ich muss auch sagen, ich habe mich auch nicht mehr so ganz dran erinnert. Also für die, die ihn gesehen haben, aber es vielleicht vergessen haben, wie mannigfaltig diese Handlung aufgebaut ist, dann fass das mal kurz zusammen. So, ich habe jetzt schon kurz erzählt, es gibt Cybertron, das ist der Planet der Maschinen, der intelligenten Maschinen. Das ist aber untergegangen, weil es einen Bürgerkrieg gab zwischen den Autobots und den Decepticons. So heißen die Guten und die Bösen, ganz klar eingeteilt. Und dann gibt es natürlich ein mächtiges Artefakt, das ist der Allspark oder der Würfel, der dann die Maschinenwesen erschaffen hat. Der kann irgendwie aus dem Nichts Leben erschaffen und aus Technologie Leben erschaffen. Dieser Allspark ist irgendwann mal auf der Erde gecrashed. Den wollten natürlich die Bösen, wollen den natürlich haben, diesen Allspark, weil damit können sie dann das Universum oder zumindest erstmal die Erde unterjochen und da aus der Erde ein neues Cybertron aufbauen. Dann ist aber der Leader der Cybertrons, Megatron, ist dann erstmal gecrashed, aber er wird dann gefunden von einem Menschen und dann irgendwann der Urgroßenkel dieses Menschen ist dann in diesem Krieg verwickelt, weil dann doch langsam der Allspark wieder auftaucht und auch die Decepticons feststellen, wo sich denn dieser Allspark befindet und natürlich dann, dass auch die Autobots in der Hauptrolle von Optimus Prime als Anführer der Guten natürlich dann auch auf den Plan ruft und dann sich sozusagen dann die Schlacht um das Allspark dann sich auf der Erde stattfindet. Mhm. Das ist zumindest so die kurze Zusammenfassung, würde ich jetzt mal sagen. Und viel mehr passiert dann auch auf der Erde nicht, außer ein paar Schlachten. Wir müssen vielleicht noch ganz kurz, um positiv einzusteigen, erzählen, warum den Film damals, zumindest ist es mein Gefühl, den damals jeder geguckt hat, tatsächlich. Also bei mir zumindest war das damals ein großes Ding im Bekanntenkreis, in der Schule so, ne? Das war damals so einer der Filme, die veröffentlicht worden sind. Ich glaube, das war auch so ein Jahr, wo ich glaube, die Simpsons, der Film, kam auch noch in dem Jahr und so weiter. Also so Serien, die man, oder so Filme, die man gerne als so halbstarker geguckt hat, ohne jetzt die Simpsons irgendwie schlecht machen zu wollen. Aber das war ein sehr halbstarkes Jahr irgendwie und da passt Transformers wirklich auch perfekt rein, ne, mit diesem epischen Ansatz und tatsächlich auch Effekten. Ich würde mal mutmaßen, die man so in der Fülle und in der Qualität vorher auch noch nicht so richtig gesehen hat, ne, in der Geschwindigkeit auch, ne, viel mit stark bewegten Kameras, aber eben auch mit 3D, ne? kein Stativ mehr, damit man perfekt irgendwie an 3D-Modellen arbeiten kann, sondern alles bewegt sich, alles leuchtet, alles explodiert, überall sind Funken, und das habe ich zumindest so abgespeichert, war damals schon irgendwie einmalig. Ne, so vom Visuellen her, diese Geschwindigkeit und trotzdem so viele 3D-Effekte, die auch ganz gut aussahen. Das hat aber auch Gründe, warum die so gut aussahen. Nicht nur, weil sie viel Geld gekostet haben, sondern weil es natürlich auch, ich sag mal so, Metall lässt sich ganz gut darstellen. Das ist richtig. Metall konnte man relativ früh, wo natürlich, und das wisst ihr alle, wenn ihr mal Filme geguckt habt, Haut, organische Materialien, Flüssigkeiten, die haben noch so 10, 15 Jahre gebraucht, bis die wirklich perfekt aussehen. Metall ging schon sehr gut und da bist du natürlich mit Autobots, bist du dann natürlich super dabei. So. Ja. Ich will jetzt also die Leistung da gar nicht kleinreden, ne? Es ist schon viel Arbeit auch gewesen, sieht auch alles noch toll aus, aber ich finde auch, die Effekte sind gut gealtert. Was hast du für einen Eindruck?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade viele der Autobots, da gibt es sehr wenige Szenen, wo du wirklich merkst, dass die sich irgendwie abheben zu sehr vom Vorder- oder Hintergrund oder dass gewisse Reflexionen, die werden dann noch stärker in den späteren Transformers-Filmen, wo das dann richtig geleckt aussieht und sich wirklich das richtig reflektiert, dann auch verschiedene Lichter. Da merkt man auch, dass mehr Szenen auch im Dunkeln stattfinden, dass die dann weniger um sich Reflexionen kümmern müssen oder halt das ein bisschen mit einer Lichtquelle oder so stärker setzen können, wo dann das Licht herkommt. Das ist dann am Tag ist es herausfordernder, aber das sah selbst immer noch gut aus. Und ich glaube, so gerade zu dieser Zeit, 2007 oder so gerade so 2005 bis 2010, würde ich so fast so als goldene Jahre des CGI bezeichnen, weil da sehr viel Geld reingeflossen ist, aber auch sehr viel Zeit sich genommen wurde. Das ist eben jetzt nicht wie heute, wo dann irgendwie die Studios, die Effektstudios halt 50 andere Projekte und dann auch eine Serie zurechtzimmern müssen und dann natürlich immer wieder dazu kommt, dass es crappy aussieht, obwohl wir eigentlich technisch noch weiter sind. Es gab da sehr viele Filme, die in diesem Zeitraum 2005 bis 2010 extrem gut aussahen und heute noch extrem gut aussehen, namentlich Avatar natürlich als der große CGI-Film und natürlich eigentlich, wo ich fast sage, es ist fast noch das Beeindruckendste, finde ich, ist Fluch der Karibik. Ja, gerade Teil 2 und 3, die Crew von Davy Jones, das sieht heute noch perfekt aus. Das ist wirklich eine absolute Meisterleistung. Und das ist organisch. Und das ist organisch tatsächlich, was wirklich crazy ist, wie gut das aussieht. Aber natürlich mit der Zeit, die man einfach hat. Und die späteren Fluch der Karibik-Filme sehen dann auch schon wieder beschissener aus. Aber die späteren Transformers-Filme auch. Aber die späteren Transformers-Filme also, auch tatsächlich. Für das, was möglich gewesen wäre. Ne? Ich habe auch, also das erzähle ich gleich mal von einem schlimmen Kino, Kinoerlebnis, wo man tatsächlich dann in der Kinofassung noch unverwendete Greenscreens im Hintergrund gesehen hat und so. Auch das ist Transformers. Ich erinnere mich. Auch das, ja. Also das ist auch noch so, ich finde auch Michael Bay hat auch noch 2007, er war noch halbwegs, hat sich noch halbwegs für seine Verhältnisse zurückgehalten, was seine gewissen Schwächen angeht. Ich weiß auch nicht, ob das dann an Leuten wie Steven Spielberg liegt, die halt auch mit einer Produktion mitsaßen, die ihn mehr fassen können. Kann ich mir zumindest vorstellen, weil der Film, was mich erstmal überrascht hat, wo ich nochmal war, ich habe es immer auch im Hinterkopf gehabt, die Transformers-Filme, die gehen auch immer 3 Stunden, aber aus welchen Gründen auch immer, die müssen immer Überlänge haben, aber der erste geht ja noch so 2 Stunden 15 Minuten, also noch im Rahmen, das zum einen, weil Michael Bay auch dazu tendiert, dass dann gerade der dritte Akt, die dritte Akt-Action-Sequenz immer zu lang geht, immer mindestens 1 Stunde geht. Das ist halt ja auch schon die Tendenz beim ersten Transformers, merkt man das auch schon, aber es ist noch deutlich gezügelter. Und wie sehr er sich auch noch zurücknimmt, was dann gerade im ersten und zweiten Akt angeht, auch gerade da die Action-Sequenzen, da ist ja teilweise wirklich ganz kurz, teilweise auch, wir sehen es gar nicht. Ne? Das erste Mal, wenn Bumblebee sich verwandelt und er ist ein Roboter und er kämpft dann gegen einen Decepticon und halt Shia LaBeouf und Megan Fox flüchten und der Fokus ist tatsächlich auf die Menschen, die flüchten und du siehst dann sozusagen gar nicht den Kampf, den Roboterkampf, sondern erst danach, als der Bumblebee dann den Decepticon besiegt hat, geht es dann erst weiter. Das ist halt, ein heutiger Michael Bay würde das nie machen, der hätte da erstmal eine 30-minütige Action-Sequenz draus gezaubert, die alle gelangweilt hätte und viel zu viel gewesen wäre und der hat sich hier tatsächlich zurückgenommen. Das fand ich zum einen, hatte ich gar nicht mehr so im Hinterkopf, dass der Film sich doch häufig zurücknimmt. Es gibt dann auch eine Verfolgungsjagd tatsächlich, weil, hey, es sind Autos auch. Das heißt, man kann auch ein bisschen Autos-Verfolgungsjagden machen. Da gibt es auch so 1-2 Verfolgungsjagden im Verlauf des Films, die tatsächlich sehr, noch nicht so total aus allen Wolken sich hin und her explodieren, was mich dann auch der dann überrascht hat. Deswegen kann man aus der Warte sagen, das ist noch der zurückhaltendste Transformers-Film, weil schon ab dem zweiten Teil eskaliert es zu sehr. Also ich fand, das muss man ihm, glaube ich, lassen, er ist handwerklich ziemlich gut gemacht. Ne? Das würden wahrscheinlich irgendwelche Lichtsetzerinnen und Setzer würden wahrscheinlich sagen, hey, seid ihr bescheuert. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Michael Bay. Man darf nicht gucken, wo das Licht herkommt. Wenn man da einmal drauf achtet, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Hä, warum ist denn da unten jetzt die Sonne? Okay. Ja, ja. Das finde ich aber auch vollkommen okay. Es ergibt Sinn. Ja, es ergibt keinen Sinn, aber es ist auch nicht schlimm, ne? Sondern es ist halt, das Licht folgt diesem epischen Ansatz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau. Ne? Das ist so, sie wollen damit irgendwas sagen, also sie wollen damit eine bestimmte Emotion, eine bestimmte Botschaft rüberbringen. Und von daher ist es ja auch vollkommen okay, wenn das Licht nicht da oben in der Ecke ist, weil es die ganze Zeit oben in der Ecke war, wenn es da unten aber viel, viel besser gerade aussieht, wenn unser Held oder unsere Heldin gerade einen guten Moment hat oder so. Ne? Also das handwerklich finde ich den schon ganz gut gemacht. Und es ist einfach
irgendwie auch durch die Kürze, was du gesagt hast, irgendwie so ein stimmiges Gesamtpaket, was die handwerklichen Qualitäten angeht, ne, erlässt. Und deswegen ist der auch noch ganz, also ist er auch so vom Erzählen her, lässt sich immer noch leicht wegsnacken, ne? Er hat jetzt keine Längen, weil er die nicht zulässt. Es geht immer weiter. Du hast keinen Sinn, auch wenn mal ein sinnloser, das hast du auch öfter, ein Ortswechsel drin ist, wo du dich fragst, Moment, ihr seid doch gerade hier mitten durch die Stadt gelaufen, lauft weiter, Schnitt, seid ihr plötzlich in einem alten Industriegelände? Hä? So, eigentlich, also man darf darüber nicht nachdenken und der Film lässt auch einem keine Zeit, darüber nachzudenken. Und das ist der Clou. Und deswegen funktioniert der handwerklich noch so gut, weil es geht immer bam, 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 bam. Irgendwas passiert immer. Selbst wenn da, weißt du, die Autobots, die sind ja in einer bei der Familie Witwicky, was ja so eine sehr biedere amerikanische Familie ist. Der Vater mit seinem Vorgarten, der ihm sehr wichtig ist und so weiter. Die trampeln ja den Vorgarten kaputt und so. Und der Vater guckt aus dem Wohnzimmer und müsste das aber sehen und sieht es nicht. Aber es ist egal, weil dann am nächsten passiert schon was und dann kommen hier Funken und dann passiert dieses und jenes. Und also du hast einfach keine Zeit zum Nachdenken und das kaschiert mehr, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Also ich wusste schon immer, dass die Taktfrequenz dieses Filmes sehr hoch ist, aber ich hatte jetzt erst beim nochmal schauen, ist mir erst aufgefallen, wie hoch die ist. Also da sind sogar relativ zügig erzählte Filme heute noch ein Witz dagegen. Also da geht es echt schnell zur Sache. So. Und dann passiert wieder was und wieder was und wieder was und noch ein Gag. So, es ist schon so, aber ich glaube, wir müssen Und langsam mal deshalb. über die Punkte sprechen, die so ein bisschen, die das mit sich bringt, die nicht so schön sind. Das ist richtig. Da muss man wahrscheinlich, was auch sehr faszinierend ist, wenn man sieht, womit steigt der Film ein. Das ist dann direkt, na, es gibt eine kurze Erzählung, diese typische, also wo kurz so Narrativ, kurz Optimus Prime kurz mal erzählt, was sind die Transformers überhaupt? Was ist der Allspark? Der ist jetzt auf der Erde gelandet. Okay, so ist das Setup. Es ist so nach in 40, 50 Sekunden ist das abgefrühstückt. Aber was ist dann das erste Bild, was wir sehen? Ne? Das ist dann schon sehr faszinierend, ne, dass es dann im Film geht, wo ja eigentlich dann auch die Hauptdarsteller Menschen sind. Amerikanische Bürger, die so in einen intergalaktischen Krieg hineingezogen werden. Also eigentlich Sam Witwicky und seine Familie und Freunde und Freundinnen. Aber der Film steigt ein mit einem Helikopter-Kampfflugzeug vom US-Militär. Und wir sind direkt im Innenraum eines Frachtflugzeugs, wo sich Soldaten unterhalten. Also ne, sofort, die sich gerade in Irak oder Afghanistan befinden. Und man ist sofort die erste Szene, wo dann wirklich auch das erste Mal ein Transformers auftritt, der greift eine Militärbasis an. Und erstmal wird diese Militärbasis erstmal eingeführt. Und das ist Ich glaube, schon, ja, schon Katar war ungewöhnlich es, und sehr glaube gut. ich. Ja. Oder stimmt, es ist Es ist Katar. Katar. Lustigerweise war es nicht sogar bei Operation Kingdom auch Katar? Ich glaube Ist gerade ja. so. Auch mal Ich ganz glaube ja. interessant. Aber ja, dann Nee, ist es Saudi-Arabien war es in Katar. Saudi-Arabien war es Stimmt, in Dings. stimmt, 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 stimmt. Das bringen wir ja alles durcheinander. Aber genau, in Katar eine Militärbasis und das ist schon weird. Das ist natürlich, wenn man Michael Bay kennt, dann ist es nicht weird. Dann ist es natürlich, dass er ein absoluter Fan ist des US-Militärs, was er mehr als einmal beweist, auch im Verlauf des Films. Und wenn man auch weiß, dass natürlich auch das US-Militär hier sehr viel mitzureden hatte am Drehbuch und dann eben auch dafür im Gegenzug vieles zur Verfügung gestellt hat. Also viele Flugzeuge, die man hier sieht, Militärflugzeuge und Jets, die sind teilweise echt und auch echt vom US-Militär, die man hier als Attrappen benutzen konnte oder dann halt später als Grundlage fürs CGI benutzen konnte. Das merkt man natürlich, da hast, glaube ich, Lukas, du hast ja auch mal eine Folge dazu gemacht über Ja. diesen Komplex. Zwischen Hollywood und dem US-Militär, da gibt es schon sehr, sehr häufig Zusammenarbeiten und Transformers ist ja, glaube ich, auch ein Paradebeispiel, wie das Eigentlich so, aussieht, weil hier ist so ab dem Vietnamkrieg kann man da eine gute Linie ziehen. Also ihr könnt euch die Folge auch nochmal nachhören. Ist etwas älter schon. Gibt es auch Bücher dazu, dass es da immer wieder, sagen wir mal, gewinnbringende, für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeiten gegeben hat zwischen Hollywood und dem US-Militär, ja. Ja. Deswegen, das ist ja auch absolut präsent. Das ist auch super offensichtlich, dass hier auch die Soldaten, das sind besonders dann halt so drei, vier Soldaten, dann besonders der eine, der von Josh Duhamel gespielt wird, der auch in den späteren Transformers-Filmen auftritt. Ne, das ist so das Paradebeispiel für den American Soldier. Der hatte Familie, der hat ein Kind zu Hause, der kämpft für seine Kameraden, dem ist diese Kameradschaft total wichtig. Der hat immer wieder so mit den Obrigkeiten zu kämpfen, weil die halt das nicht sehen, was er sieht, weil er ist an der Front, er weiß, was abgeht, er trifft immer die richtigen Entscheidungen, er ist sogar direkt auch am Anfang, kommt auch ein
ein Kind zu ihm, was zumindest offensichtlich, so ist, so sieht er zumindest aus, aus Katar stammt, und ihn dann so freundschaftlich behandelt. Also hier wird sogar inszeniert, ne, er hat sogar Kontakt mit der Bevölkerung von Katar und hat da super Verhältnisse zu denen. Und er kümmert sich auch darum, dass es diesem Jungen gut geht. Der Junge spielt dann, ne, der nur so für 15 Minuten kurz eine Rolle, den sieht man noch mal in zwei, drei anderen Szenen, dann ist er wieder weg. Aber ist ja auch die Botschaft, ne, die US-Soldaten kümmern sich auch um die Bevölkerung, obwohl die in einem anderen Land sind. Ja. Weiß man auch, ein dickes Fragezeichen hinterher auf Internet. Da gibt es viele Länder, auch gerade im Nahen Osten, die da sagen würden, nee, eher nicht so. Aber hier ist natürlich das alles super geil und super toll. Und auch nochmal besonders interessant, dass im Verlauf des Films, ne, ist ja dann besonders, ne, wird ja eine Militärbasis angegriffen von den USA. Das heißt, hier wird alle die Befehlsketten ausgelöst. Was ist hier passiert? Eine fremde Macht hat uns angegriffen. Aber ist natürlich vorher, ist es Russland, ist es Nordkorea, ist es China, die hier als Feind erkoren werden. Aber nein, es ist zu fortschrittlich. Und dann ist natürlich eigentlich der Präsident gefordert. Aber man sieht den Präsidenten gar nicht. Man sieht nur einmal seine Socken und seine Füße. Sondern der quasi als Repräsentant für den Staat da ist, das ist natürlich der Verteidigungsminister, also wieder das Militär, der hier von John Voight gespielt wird. Der lustigerweise übrigens einer der ganz, ganz wenigen US-Schauspieler in Hollywood ist, der Donald Trump-Anhänger ist, der das auch ganz offen kommuniziert. Ist so eine kleine Nebenanekdote, aber ist vielleicht auch ganz interessant. Und der natürlich hier auch, der dann später auch im Film zu den Waffen greift und selber sogar aktiv als Soldat sozusagen agiert, ne, das ist quasi auch die Wunschvorstellung. Wenn es hart auf hart kommt, ne, dann ist sogar der Verteidigungsminister ist sich nicht zu schön oder so, oder der ist sich nicht zu fein dafür, auch selber sich dreckig zu machen, die Hände schmutzig zu machen. Also man hat hier absolut eine Huldigung des US-Militärs. Das muss man wirklich sagen. Ja, das ist eine große Verbeugung vom US-Militär und Werbung auch, kann man glaube ich so betiteln. Wenn man dann auch noch das einordnet, ne, Drohnen, großes Ding, und eigentlich sind ja die Transformers auch eigentlich eine schöne Allegorie auf Kampfdrohnen tatsächlich. Ja, auch wenn sie natürlich, also sie werden da total vermenschlicht, also total als denkende, fühlende Lebewesen dargestellt. Das soll ja auch genau so sein. Weiß ich nicht, ob eine Predator-Drohne so viel fühlt, aber man könnte den Eindruck gewinnen. Ja, das wäre doch geiler, wenn du das dann im Hasbro-Spielshop den dann kaufen könntest, so eine schöne kleine Mini-Drohne. Oh, das haben wir gar nicht gesagt. Transformers ist natürlich, geht ja auf Hasbro zurück, ne? Das ist ein großer US-Spielzeughersteller. Und die Transformers gibt es, oder gab es zuerst natürlich als Spielzeug. So, das ist ein großes, ich weiß gar nicht, ob du mal sowas hattest. Ich hatte mal so einen abgelegten von irgendjemandem bekommen, so einen alten Transformer, und das sind so kleine Plasterautos gewesen, die du dann wirklich auslappen konntest in einen Transformer. Das ist sozusagen die Grundbasis dafür, also das Spielzeug. Was auch gar nicht, was cool ist, coole Idee. Und da hat man dann eben Film vermarktet, abgesehen davon, dass man dann versucht hat, irgendwie ein Hasbro Cinematic Universe aufzubauen, wo ich gar nicht weiß, ob da überhaupt jemals ein guter Film bei rumgekommen ist. Hast du diese G.I. Joe-Geschichten da gesehen? Die gehören den ja auch dazu. Den ersten habe ich gesehen, aber der ist auch halt crappy. Also den zweiten habe ich gar nicht mehr gesehen. Aber das hat alles, glaube ich, jetzt nicht so funktioniert. Ja, genau. Also das ist nochmal kurz zum Hintergrund, wo das eigentlich herkommt. Und da kann man dann trotzdem ja offenbar auch eine schöne US-Militärgeschichte draus machen. Also das darf man nicht vergessen. Was auch nicht so gut gealtert ist, finde ich, ist der Humor. Da sind so ein paar Sachen drin, wo du dich fragst, ach komm schon. Aber es war halt in der Zeit, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, was da zu große Kritik angeht, weil ich meine, es ist jetzt so wirklich schon, man überlegt mal, das ist mehr als 15 Jahre her, fast 20 Jahre her. Das war einfach anders. Ne? Das ist so wie auch in den 50ern. Ich meine, es war damals schon scheiße. Es war damals schon scheiße, ne, klar. Aber damals konntest du das halt ohne große Kritik, glaube ich, da reingeschrieben einfach. Das muss man erwähnen. Und wenn man den heute guckt, ist es gut, glaube ich, wenn einem das negativ auffällt. So. Das ist nicht gut. Der hat storytechnisch hat er auch einige Lücken drin, wo ich mir so denke, Alter, auch das Ganze, was mir wirklich auf den Keks gegangen ist, aber das wusste ich vorher, weil da konnte ich mich dran erinnern, ist dieser gesamte Male Gaze, was Megan Fox angeht, die ja wirklich nicht viel mehr ist als ein Auto in dem Film. Man schreibt ihr zwar pseudomäßig dann irgendwie noch so ein paar vermeintlich gute Eigenschaften rein, die aber alles irgendwie so, ne, wo die eigentlich so
männlich konnotierte Eigenschaften sind, die dann sie hat, was sie noch schärfer machen soll. Ne? Sie kann dann plötzlich an Motoren rumschrauben und ist eigentlich die Tochter von einem Kriminellen. Wo Shia LaBeoufs Charakter sie dann auch noch anzickt, warum sie ihm das nicht gesagt hätte. So, Ja, Alter, und die kennen sich erst ihr seit hattet die einem ganze, Tag oder ihr so. kennt euch seit einem Tag ein bisschen besser und kämpft hier mit irgendwelchen Autos. Wann sollt ihr das denn sagen? Ja. Und auch gleich so vorwurfsvoll, als könnte sie was dafür, weil sie war ja offensichtlich minderjährig von ihrem Vater instruiert. Also ist ja auch, ne? Und ist auch super schnell dann, vergessen. Es geht dann auch weiter. Also der ist nicht mehr wirklich zeitgemäß. Das muss man sagen. Wäre handwerklich nicht so gemacht, wäre einfach vergessenswert. Muss man wirklich sagen. Finde ich. Ne? Es ist so, da ist. Und weil er nicht so ein Franchise gestartet hätte, ne, über das wir heute dann halt noch reden müssen. Manchmal. Und ich finde, er war auch so ein bisschen seiner Zeit voraus, jetzt nicht im positiven Sinne, sondern mehr so, was für Filme haben wir heute, ne? Ja. Diese extrem CGI-Schlachten, wo dann häufig gerne auf existierende Franchises zurückgegriffen wird, auch gerne Spielzeuge. Ne? Selbst das reicht mittlerweile aus. Es gibt ja jetzt nach dem großen Barbie-Erfolg, jetzt im letzten Jahr gab es ja jetzt dann schon Ideen, dass man dann irgendwie noch weitere Filme zu Brettspielen oder so noch verfilmen will. Es gab, später hatten wir Schiffe versenken, gibt es ja auch schon Battleship in Filmen dazu. Oh. Ne, auch Battleship würde es nicht geben, wenn Transformers nicht so ein Riesenerfolg gewesen wäre. Ne, und da hat man so ein bisschen diese Nachgänge, dass es halt einfach ausreicht, wenn du irgendwas schon hast, was so ein bisschen bekannt ist, was eine IP ist, was schon so ein bisschen ein Standing hat im Mainstream. Und dann so, das kenne ich irgendwoher. Und das reicht bereits aus, um da dann 150, 200 Millionen da rein zu pumpen, damit da ein großer Film da rauskommt. Und da war Transformers einer der ersteren, jetzt nicht der allererste natürlich, aber auf jeden Fall einer, der das schon mal gezeigt hat, wie es funktioniert, wie auch erfolgreich man sowas vermarkten kann, weil dann eben Hasbro natürlich simultan zur Veröffentlichung dann schon entsprechende Spielzeuge herausgebracht hat, weil die Transformers natürlich hier im Film ein bisschen anders aussehen als in den, als das Spielzeug oder halt als die Animationsserien, die es in den 80er Jahren ja gab. Da kann man natürlich direkt eine Neuauflage konnte man machen, das ist natürlich alles auch clever dann vermarktet worden, aber das ist natürlich auch wo dann Transformers einer der ersteren war, die das so genutzt haben. Und da war es natürlich auch sehr vorausschauend, wie man sowas dann richtig inszenieren kann. Deswegen muss man das auf jeden Fall, glaube ich, auch sagen. Das hat ja auch Filme durchaus beeinflusst, auch in der Art und Weise, wie sie gemacht werden und wie Marketing dann funktioniert. Deswegen ist es da durchaus interessant. Was ich auch noch ganz interessant fand, was auch typisch Michael Bay ist, er huldigt gleichzeitig das US-Militär und alle Leute, die mit dem US-Militär zu tun haben, wie den Verteidigungsminister, aber es ist immer auch eine ganz, ganz große Skepsis gegenüber der Regierung trotzdem und einzelnen Regierungsapparaten und es gibt immer dieser Grundton, es gibt irgendwie was Geheimes im Untergrund, ne, diesen Deep State, den gibt es ja hier auch, weil die Transformers sind ja schon früher, als wie der Film stattfindet, auf die Erde gelandet mit Megatron und das wussten schon ein Teil der Regierung, haben das versteckt. Das sind dann die Sieben, die davon irgendwie schon wussten. Die haben dann um den Hoover-Damm oder der Hoover-Damm wurde eigentlich nur gebaut, um Megatron festzuhalten. Und da gibt's irgendwie halt so einen Staat im Staat. Und es wird ja auch direkt gesagt, dass unsere heutige moderne Technologie alles von Megatron abstammt. Also man hat quasi das geguckt, wie ist denn dieser Transformer aufgebaut und hat da anhand dann halt Autos gebaut und unsere Lasertechnologie irgendwie und andere Technologie. Also da hat man so ein bisschen so ein Deep State-Narrativ ist so ein bisschen im Film drin, aber auch, dass dann diese einzelnen Regierungsmitglieder, die dann diesem Deep State angehören, das sind die so ein bisschen immer fishy sind. Das sind nicht die Vertrauenswürdigen. Es gibt dann noch eine Szene, wo dann unser Traumsoldat kurz dann diese Regierungsmitglieder auch so ein bisschen angreift und so ein bisschen sagt, hier, das können wir nicht machen und hört auf den Jungen. Der hat hier recht und ihr habt gar keine Ahnung und wir machen das so, wo auch nochmal deutlich wird, ne, die sind so ein bisschen die Bösen und das ist so ein bisschen, oder so ein bisschen, dem man nicht ganz vertrauen kann. Und das ist auch so ganz typisch Michael Bay, das hat ja auch in Armageddon, ist das auch total präsent, wo dann die hart arbeitenden Bohrinselmitarbeiter, das sind die Guten, die an vorderster Front arbeiten und die dann für die Navy, für die NASA arbeiten und die NASA ist aber so ein bisschen, die das gar keine Ahnung haben davon, obwohl sie ja selber Raketen bauen und so, aber denen können wir eigentlich nicht vertrauen und wir brauchen die Bohrinselmitarbeiter, schwieriges Wort, Bohrinselmitarbeiter, die brauchen wir hier, um das Armageddon zu verhindern. Ja. Also das ist auch in ganz vielen anderen Filmen, sind immer so, die Regierungsmitglieder bei Michael Bay-Filmen sind immer so ein bisschen komische Leute.
Ja. Also ich glaube, das ist auch sowas, ich hatte, das verlinke ich in den Shownotes, es gab jetzt vor ein paar Tagen erst vom Deutschlandfunk einen sehr interessanten Hintergrund, wo es um diesen Deep State geht, weil Donald Trump ja mit diesem Deep State auch sehr kokettiert mit dieser Deep State-Theorie. Und man geht da auch ein bisschen offen der Frage nach, gibt es denn in den USA, weil das ist ja öfter mal der Vorwurf, tatsächlich so eine Art Deep State, gibt es überhaupt Arten von Deep States? Und tatsächlich gibt es ja da Arten, vor allem in diktatorischen Regimen gibt es das oft, Überraschung. Das war sehr interessant und da fiel, glaube ich, auch der Satz in dieser Doku, man muss, also in Amerika ist das viel stärker verbreitet, dieses, naja, man müsse vor der Regierung ein kleines bisschen auch beschützt werden. Und ich glaube, Michael Bay hat das auch wirklich geatmet. Der ist sozusagen die Hollywood-Galionsfigur von dieser Skepsis, dieser Regierungsskepsis gegenüber. Was es wieder so klingt, als würden wir sagen, ihr müsst der Regierung, egal welcher, Blind vor allem vertrauen. blind vertrauen und so. Ja. Darum geht es natürlich nicht, aber es ist auch nicht unbedingt immer wir gegen die. Das ist einfach komplette unterkomplexe Darstellung. Und was mir an diesem Deep State-Narrativ immer, was ich an dem so gefährlich finde, das ist so ganz, ganz, ganz nah dran an so antisemitischen Erzählungen von irgendeiner, weiß ich nicht, großen jüdischen Weltverschwörung. Weißt du, so diese Erzählungen von diesem. Von diesem, diese, die, die Weisen von Zion, die schon immer irgendwie die Schrippen in der Hand haben und so. Oh, auch da einen interessanten Punkt, verlinke ich auch in den Shownotes, ganz interessant von Geo, glaube ich, einen Podcast zu den Weisen von Zion und wie überhaupt dieses Buch, was ja eigentlich gar nicht, das hat ja jetzt nicht irgendwie einer geschrieben, ne, die Protokolle der Weisen von Zion, oder das ist jetzt auch gar kein wirkliches Protokoll, sondern das ist einfach sehr, also literaturwissenschaftlich sehr interessant, wie das entstanden ist, und wie das missbraucht, also was heißt missbraucht, wie das dazu gemacht wurde, dass es von Akteuren, die da ein Interesse dran haben, dass man es eben missbrauchen kann. Das ist super interessant. Also verlinke ich beide in den Shownotes, könnt ihr mal reinhören. Und das ist so mein Problem mit diesen Deep State-Erzählungen immer, ne? Das ist halt wirklich, dass es halt echt schon ranschrammt an diesen alten antisemitischen Ja. Erzählungen immer. Weil es dann halt meistens ist es dann immer so eine große Erzählung, diese Deep State-Erzählung, dass sie tatsächlich auch verwischt die tatsächlichen Verschwörungen, die es wirklich ergibt und die nachweisbar sind. Das ist ja die große Krux daran, dass man dann wirklich natürlich dann, wie du schon gesagt hast, ne, dann gibt es die Fälle und es gibt ja auch in den USA So Sachen wie Watergate, den das haben die auch in dieser Doku, so Sachen wie Watergate, die Watergate zum spielen da eine Beispiel. Rolle drin, ne? Also Watergate gab Ja. es ja, ne? Das ist auch nicht von der Hand zu weisen, Genau. so. Und es gab auch so einen im Zweiten Weltkrieg, da gab es auch so in Washington, D.C., hat sich da auch mal so eine sehr elitäre Gruppe von sehr mächtigen Männern getroffen, die auch sehr nicht wollten, dass das öffentlich wird, die dann die Vorgänger von der CIA waren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das könnte man auch schon ein bisschen als Deep State durchaus bezeichnen, aber das ist so halt nicht das, was die große Deep State-Erzählung ist. Und das ist halt auch, die hat sich dann wieder aufgelöst kurzzeitig und ist dann halt so ein bisschen in die CIA übergegangen. Das ist halt dann alles, und das ist auch nicht so, dass die alles beherrscht haben oder so, aber es gibt natürlich dann trotzdem so eine existierendes Macht. Konzentrat dann teilweise, ne, wo dann auch nicht gewollt ist, dass da ein Scheinwerferlicht drauf geht und darüber muss man auch reden können. Aber das ist natürlich nicht diese Deep State-Erzählung, die geht natürlich viel weiter und die erklärt dann alles gleich. Und das ist eine große Erzählung von allem und da wird es dann sehr, sehr problematisch und schwierig. Und da ist natürlich leider Michael Bay absolut nicht der feinfühligste und man kann auch sagen, er ist eigentlich das Paradebeispiel für den Holzhammer oder Baseballschläger, der dann halt einfach das mit einer Maximal-Message draufschlägt. Er nimmt das und nutzt Ja. es und macht daraus ein, also dass diese Narrative verfangen, das ist ja klar. Ne? Das sieht man ja daran, dass sie so populär sind. Und er sieht es, nimmt es und es ist ja auch eine einfache Erklärung. Du musst ja keinen großen Plot irgendwie ausdenken, wenn du dich an solchen, ich sag mal, Prototypen bedienen kannst. Wenn du sagst, okay, davon borge ich mir ein bisschen was, davon borge ich mir ein bisschen was. Das ist aber wie bei Figuren, wenn du keine Lust hast, komplexe Figuren zu entwickeln, dann nimmst du halt, was ja auch in vielen Fällen nicht schlimm ist, dann nimmst du halt einfach gelernte Muster und passt die so ein bisschen an. So. Das auf jeden Fall. Das hätte ich mir zumindest auch jetzt bei Transformers auch gewünscht für, was mich auch überrascht hat jetzt nochmal beim Schauen, dass dann eigentlich unsere Hauptfigur Sam Witwicky eigentlich, der müsste ja eigentlich irgendwie eine Art Heldenreise schon durchmachen. Ne? Das ist ja eigentlich so ein Abziehbild, das man nehmen kann. Er ist so ein bisschen der aufgedrehte, aber durchaus, also Außenseiter in der Schule, der so ein bisschen jetzt
erwachsen wird. Ne? Das wird dann sehr verbunden mit, er kriegt sein erstes Auto, das sich dann als Transformers herausstellt, aber das ist so ein bisschen sein Erwachsenwerden. Mhm. Aber macht er irgendeine Art von Heldenreise durch? Gibt es irgendeine Erkenntnis? Ist Sam Witwicky am Ende ein anderer Sam Witwicky als am Anfang? Außer, dass er jetzt, ne, Teil eines intergalaktischen Krieges ist, aber so als Person? Nö. Nicht, oder? Ja, der ist der gleiche Typ, der war ja schon immer gut. Ja. Das ist der typische, gute amerikanische Vorstadtjunge. Ja, aber jetzt auch gar nicht, also was ich auch eigentlich spannend finde, weil das halt wirklich eigentlich eine klassische Erzählung wäre, ihn irgendeine Schwäche vielleicht am Anfang zu geben, die er überwinden muss durch dieses Erlebnis, aber ist gar nicht. Also ist vollkommen egal. Wie gesagt, es fällt auch nicht so stark auf, wenn man nicht darauf achtet, weil, wie du schon beschrieben hast, ne, zack, zack, zack erzählt. Da vergisst man das schnell mal, aber es ist dann trotzdem am Ende, wenn man sich das mal anguckt, auch ein bisschen, okay, so gar nicht anders. Ich weiß auch gar nicht. Es passiert zu viel anderes Zeug. Er hat einfach keine Zeit für Charakterentwicklung. Deswegen absolut. Ich glaube auch, er ist am Ende des dritten Teils auch noch immer der gleiche. Also ich glaube auch, selbst da hat er sich nicht groß verändert. Deswegen auch ganz faszinierend, dass dann er eigentlich so eine Heldenfigur, die dann auch über drei Filme erzählt wird, die auch alle sehr erfolgreich waren, die dann auch die letzten Transformers-Filme, also mit ihm, also der Dark Side of the Moon, ist das der dritte? Naja, egal. Ja. Aber zumindest der dritte Teil auch über 1 Milliarde eingespielt hat, also große Filme waren. Aber dann eher als so Figur, also komplett blass. Blasser als blass ist. Und er quasi nur durch seine Aufgedrehtheit, das ist das Einzige, was ihn aufzeichnet, dass er so schnell redet. Aber das war's dann auch. Ära des Untergangs war der dritte. Sehe ich gerade. Ära des Untergangs. Ja. Was mich immer so ein bisschen dann, also die haben schon ein ordentliches Gesamtpaket geschnürt, ne? Auch das hatten wir ja letzte Folge sozusagen angeteasert, als wir über Production IG und die Transformers, den Transformers-Anime gesprochen haben, dass da Linkin Park ja eine Rolle gespielt hat und zumindest zu den ersten drei Filmen den Soundtrack oder einen Kernsoundtrack geliefert hat. What I've Done im ersten, im zweiten war es, glaube ich, New Divide extra und im dritten dann Iridescent. Die haben sich ja für sowas auch immer gerne einkaufen lassen. Es war aber die gleiche Zeit. Ne? Also es gab, glaube ich, auch mal so einen Track, wo sie tatsächlich mit irgendwie mit dem US-Militär kooperiert haben, Castle of Glass, glaube ich. Die hingen da, also das ist so ein, man schnürte dann ein Gesamtpaket tatsächlich, ne? Es ist einfach eine riesige Verkaufsstrategie, eine riesige Marketingstrategie, die Spielzeuge dazu, ne, Merch und so weiter und so fort. Also dieses Franchise. Und deswegen, das ist ein guter Gedanke, den du geäußert hast, der war schon ein ganz großer Vorläufer oder beziehungsweise einer Vorboten dessen, wie heute große Franchises gebaut werden. Ne? Und habe trotzdem, muss sagen, eins meiner schlechtesten Kinoerlebnisse habe ich Transformers zu verdanken. Ich glaube, es war... Last Night. Ja. War ich tatsächlich, warum auch immer, im Kino. vielleicht aus irgendwie fehlgeleiteter Nostalgie heraus. Und der war damals, glaube ich, 150 Minuten lang oder 160 Minuten, also ewig lang. Und mit Pause dazwischen, das weiß ich noch. Und das war einer der Filme, wo wir überlegt haben, ob wir gehen in der Pause, weil es so scheiße war. Also und da waren die nicht gerenderten Greenscreens, die da noch rumstanden, waren das geringste Übel. Und wir haben es leider nicht gemacht und ich bereue bis heute, dass wir das nicht gemacht haben, weil wir hätten gehen sollen. Es war wirklich scheiße. Ja. Das ist einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Der ist auch schon auf sehr vielen Arten echt krass beschissen, dieser Film. Also allein auch von den technischen Fehlern her, was echt krass ist, wenn es halt doch Michael Bay, der halt handwerklich, ne, kann der echt viel, der hat eine sehr klare Bildsprache, die sich, der kann da auch nicht rausgehen wirklich, aber er kann immer wieder, was man sagen muss, beeindruckende Bilder schon auf die Leinwand pressen. Aber was er dann teilweise halt dann wirklich, ich weiß nicht mehr, ob er dann gar keine Lust mehr hatte und nur noch quasi Paycheck nach Paycheck bekommen hat, aber selbst das macht doch was anderes. Er hat ja später dann auch kleinere Filme wieder gemacht. Ja. Aber das ist so auch ein Armutszeugnis von kein Bock mehr. Ich feuer hier nur noch was ab hier, mein Pyrotechniker, noch bitte noch eine Explosion. Die Kamera geht einmal von links nach rechts und das war's dann. Und mal gucken, wie ich bastel das ja schon irgendwie zusammen. Und das merkst du so stark den Film an. Und da merkst du ja schon wenigstens beim ersten Transformers schon noch eine gewisse Liebe
zu großen Bildern. Die ist dann, die wird mit jedem Transformers-Teil immer weniger. Wo dann, ne, Spektakel ist noch da, wird auch mehr, aber es findet gar keine Auseinandersetzung damit mehr statt und gar kein Bewusstsein, wie man das auch vorbereitet, inszeniert. Das ist dann nur noch Spektakel, Spektakel nach Spektakel, nur große Bilder. Aber wie die alle zusammenpassen, wie du auch eine Vorstellung hast, wo bin ich eigentlich als Zuschauer gerade, wo ist oben und unten, das wird immer weniger. Das ist ihm immer mehr egal gewesen. Und das ist wirklich echt traurig, weil der Mann kann an sich optisch was. Ja. Da gibt es dem, auch jetzt im ersten Teil echt geile Bilder. Aber ja, auf jeden Fall. Mit dem im Hinterkopf, also dass es halt, ne, dass bestimmte Sachen in die Jahre gekommen sind und dass man Sachen kritisch hinterfragen muss, wie das Militär und so weiter. Was ist so von der auf deiner Unterhaltungsebene, was ist so, findest du so den Michael Bay-Film, den du am besten findest, also so am interessantesten auch visuell? Achso, na gut. Wieso? Oder insgesamt, was ist dein Lieblings-Michael Bay-Film? Das ist Pain and Gain. Ja, ist ja auch sehr unterhaltsam. Ja, der ist halt sehr unterhaltsam. Ja. Der ist halt so drüber. Das ist halt, was man auch bei Michael Bay wissen muss, er ist ein riesengroßer Fan der Coen-Brüder und der Coen-Filme. Also hier Fargo und Big Lebowski. Deswegen spielen auch viele Coen-Brüder Stammschauspieler, also der auch gleich im ersten Teil, den Regierungsmitarbeiter spielt, Justin Trudeau ist er, glaube ich. Das ist der Kanadier, oder? Das ist der Kanadier. Er ist der Kanadier. Premierminister. Wie heißt er denn? Den ich meine. Der dann auch in späteren Transformers-Teilen noch auftritt. John Turturro. Ja. Heißt er. Den meine ich. Das ist zum Beispiel auch so ein Coen-Brüder Stammschauspieler. Der kommt ja auch vor und deswegen, der ist auch deswegen dabei, weil Michael Bay so sehr die Coen-Brüder liebt. Ah. Und seine große Huldigung, Liebeserklärung oder wo er die versucht wirklich zu imitieren, ist halt Pain and Gain. Das funktioniert halt nicht ganz so gut, weil er immer noch Michael Bay ist, weil er immer noch dann in so ein Krimi-Drama-Komödie noch seine Bilder reinbringen muss, immer noch Spektakel reinbringen muss. Das passt nicht immer, aber irgendwie durch diese aufgepumpten Dudes, die halt so drei Bodybuilder, die halt absolut bescheuert sind und dann halt einen Mordfall begehen und den versuchen irgendwie zu überdecken. Irgendwie passt es trotzdem, weil die halt in ihrer Welt auch, weil die kennen halt nur Muckis und kennen nur das Spektakel. Das passt halt super dann trotzdem zu Michael Bay und seiner Bildsprache. Ja. Und ich finde, Dwayne Johnson hat nie besser gespielt als in Pain and Gain, weil er hier sich wirklich gehen lassen hat, weil er hier eine absolute räudige Sau spielt, aber das richtig auskostet. Ja. Deswegen, also er hat auch nie besser gespielt als dort, finde ich. Bisher zumindest. Er hatte jetzt tatsächlich auch ein Drama für A24, macht er jetzt auch gerade, wo er einen Wrestler, glaube ich, spielt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber bis jetzt finde ich, dass er tatsächlich unter Michael Bay seine beste Schauspielleistung gezeigt hat. Deswegen, also den mag ich schon sehr. Ich finde auch Armageddon hat durchaus was an gewissen Stellen. Als auch die Bad Boys-Filme an gewissen Stellen, obwohl die auch sehr problematisch teilweise sind. Was auch so gewisse Sachen auch den Humor so angeht. Aber ja, auch der Ambulance, der soll ja ganz gut sein, sein letzter Star-Film, glaube ich jetzt, wo er auch sehr, sehr stark jetzt Drohnen für sich entdeckt hat, für die Kameradrehs und für sehr unmögliche Kamerastunts, die du sonst mit einer normalen Kamera gar nicht machen kannst. Das sah auch in einzelnen Szenen sehr beeindruckend aus. Ich habe den ganzen Film noch nicht gesehen, deswegen will ich da kein finales Urteil treffen. Aber ja, an sich ist, glaube ich, schon Pain and Gain auf jeden Fall so der Favorite. Gibt es bei dir einen großen? Pearl Harbor, okay. Easy. Also absoluter amerikanischer Patriotismus, der überläuft, aber von der Bildsprache her und von dem Ziel, dieses Überschwängende, ne, wenn das dein Ziel ist, einen Film zu machen, mit überschwänglichem amerikanischen, wo du dann schon fast denkst, so wahrscheinlich in den USA im Kino sitzt, wo du dann danach salutieren musst, also wo du danach das Gefühl hast, du musst salutieren, einfach nur um dem angemessen zu reagieren, dann ist Mission accomplished bei Pearl Harbor auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Das stimmt, auch sehr effektives Filme machen. Ja, als Regie, aber er hat ja durchaus auch gute Filme produziert. Ich finde zum Beispiel A Quiet Place, da ist er ja Produzent mit. Das sind tolle Horrorfilme. Gut, aber da hat er tatsächlich regietechnisch nichts. Da hat er regietechnisch nichts mit zu tun. Aber produziert. Aber ja. Aber nee, Pearl Harbor wäre schon der. Okay. Okay, genug über Michael Bay geredet. Das machen wir jetzt länger nicht, glaube ich. Reicht dann auch. Nächste Woche, mal gucken, was wir machen. Ne? Ja, wir finden schon was. Ja,
Gibt ja genug Filme. Na dann, jo. Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.